Ja, da unten haben wir den kleinen Ort Kamek nach Valtona. Ja, mein Schädel ist etwas eingerostet. Kamek an der Moldau halt. Und hier oben auf dem Berg gibt es alte Burgruinen aus dem 12. Jahrhundert. Ja, von hier sehen wir auf die Moldau. Hier ist ein Pfeil. Das ist die Burg. Interessant. Hier ist der Abstieg. Das habe ich gefunden hier drin. Weiter nicht. Ja, hier sitzt so ein junges Mädel da unten und verkauft Getränke und Eis. Und den ganzen Tag gehen wir hier. Ja, unter Umständen gibt es da unten vielleicht dann doch noch einen Wegweiser, den ich übersehen habe. Aber hier siehst du ja nie, dass es hier zur Burg geht, da man das Schild hier gar nicht lesen kann mit dem Auto. Bei der Kleinen, die dort das Eis und das Bier verkauft, hätte ich wahrscheinlich noch Eintritt bezahlen müssen für die Burg. Aber die hat nie gefragt. Und ich kam auch nie auf die Idee, ich komme ja auch von der Burg. Ja, Burg war ein bisschen interessant schon, aber es war zu wenig Erklärung dazu. Da hatte ich jetzt schon mal ein bisschen im Internet. Ein bisschen was findest du drüber? Ich fahre jetzt ziemlich in den Süden von Tschechien an den Altina, so kleiner See, das ist in der Nähe von einer riesengroßen Talsperre, kurz vor der Grenze zu Österreich. Ich finde jetzt den Namen hier nicht, wie die Talsperre heißt. Das ist eine riesengroße, jedenfalls, da gucken wir uns morgen dann nochmal die Staumauer an. Und dann
geht's weiter nach Österreich rüber? Oder ich bleib dann noch 2 Tage am See. Also heute ist Gewitter. Zumindest hat es vorhin schon richtig angefangen zu regnen. Ich hatte schon geschrieben, dass heute Abend Gewitter kommt. Und weiter habe ich mich ja noch nie informiert, wie das Wetter die nächsten Tage dann weitergehen soll. Fahr nach Mödel. Danach rechts abbiegen. Zeigt nur noch 38 Minuten um. Ja, bin an dem See jetzt angekommen. Ist ziemlich großer Teich oder See. Der Schlafplatz ist ein bisschen weiter weg. Aber hier gibt es einen Cache. Der Schlafplatz ist da oben im Wald irgendwo. Und nach dem Cache gucken wir jetzt noch. So, jetzt kommt dazu. Ich habe schon mal geluncht, weil der liegt. War ein bisschen durch die Ecke geschützt. Der am Bahnhof rumrennt, sieht es nicht. Oh, steht drin dran. Also muss ich geküsst sein. Ich musste gerade feststellen, mein Kühlschrank geht nicht mehr. Stecker ist warm geworden. Jetzt versuche ich den mal ein Stückchen nachzubiegen. Und dann muss ich gucken. Ich glaube, ich habe sogar noch so ein Stückchen Kabel im Auto. Ja, und so ein Strich geht er. Einfach mal ein bisschen zusammenquetschen, ob der vielleicht dann ein bisschen besser sitzt. Das machen wir. Ja, sieht auch schon mal gut aus. Dann misch mal jubeln. Ich glaube, ich habe noch zumindest den originalen Netzteil habe ich glaube noch hier mit. Und wenn ich Glück habe, ein Kabel mit dem Stecker, muss ich den Stecker dann abschneiden kann und das hier dran bringen. Sonst will ich mal sehen. So, was ist die wichtigste Zutat beim Kochen? Ich brate mir heute mal ein Ei. Dazu habe ich noch Hühner mit reinschneiden. Eigentlich Zwiebel und Knoblauch wäre gut gewesen, da hat es aber nicht dran gebracht. Ganz schön an. Aber mit Deutsch muss es bald auch schneller als zwischen den Zähnen kochen.
Und ein Lehrpfad in Deutsch mit diversen Links in Deutsch, wo man dann noch wissen werde. So, unten Cash, eine Bank am Haus und in der Kiste unter der Bank. Hier haben wir es. Ich glaube, hier gibt es keine Probleme, wenn ich mal schnell in den See springe und mich wasche. Die haben noch eine richtige Dampflok gemalt auf ihren Schildern. Ich habe gerade mal geguckt. Jetzt könnte ich noch Bord fahren mit dem Zug. Da wäre ich 8:30 Uhr oder so in Prag. Und wenn man um 5 oder um 6 Uhr losfährt, ist man wieder eine halbe Stunde eher da. Train steht dran. Aber richtig großes Fahrradabteil. Das ist geil. Das bräuchten sie bei uns nach Heidelberg raus. Bei der Himmelfahrt. Irgendwo muss ja eine große Weite sein. Ja, schönes, kühles Bier. Gucken wir so YouTube-Video. Und alles schon bettfertig. Ich habe gerade eine Folge The Orville geguckt. Absolut zu empfehlen. Das ist so eine Science-Fiction-Serie, ist so ein bisschen in der Art wie Star Trek. Ursprünglich war geplant, das als Persiflage zu machen, um die ganzen Weltraumserien ein bisschen hochzunehmen, sage ich mal. Mittlerweile hat sich das zu 3 Staffeln geweitet. So eine Art trockener Humor oder so ein bisschen zwischenmenschlicher Humor ist ja dabei. Habe ich die zweite Staffel Folge 6 war es, glaube ich, gesehen. Ich weiß es gar nicht genau. Das war bis jetzt die beste. Das wird wirklich von Folge zu Folge besser, das Ding. Es geht um so Raumschiff. Es fängt an, da kommt so ein Typ nach Hause, seine Frau treibt sich mit irgend so einem anderen Außerirdischen. Und ja, lässt er sich scheiden. Ein paar Jahre später wird der Captain von einem Raumschiff. Aber ich finde die Serie eigentlich super gut gemacht und sehr interessant. Ich war gerade noch mal draußen. Es hat seit um 6, 7 habe ich mir das aufgefallen, wummert das ja manchmal so. Teilweise wie MG-Schüsse und teilweise richtig tiefe Bässe. Ich dachte erst irgendwo Feuerwerk, aber war nicht und du hast ihn nicht gesehen. Ähnliches, was du mal gesehen hast, so ein paar Lichtblitze und sowas. Also ich glaube hier übt irgendwo die Armee im weiteren Umkreis
ganz groß irgendwo kriegen. Tja, moin Leute. Davon abgesehen, dass gestern Abend hier Krieg gespielt wurde, wenn es Autotube war, hat man nicht mehr viel davon gehört, nur ab und zu ein paar schwere Schläge. Aber jetzt früh um 9 Uhr. Doch in der Ruhe hier. Ja, hier an den, um den See gibt es ein paar Bungalows, wo irgendwelche Feriengäste hier wohnen. Weiter hinten dieses Museum und ansonsten scheint ja nie viel zu sein. So, gehen wir mal gleich eine Runde um den See und die restlichen Caches nachholen. Ist nie wirklich Fahrrad geeignet. Gibt's viele Strecken, wo ich wahrscheinlich parken hätte müssen. Und viele schlammische Strecken, wo man vielleicht sogar die Schuhe ausziehen muss und lieber barfuß durchlaufen soll. Wenn ich so, was ich gelesen habe. Schauen wir mal, was rauskommt hier. Der Teich mit einer Fläche von 138 Hektar wurde wahrscheinlich 1370 bis 1390 erbaut. Er ist mit 731 Meter über den Meeresspiegel der höchstgelegene Zuchtteich in Böhmen. Und hier ist dieses Dammhaus. Und es klingt, als wäre hier auch der Abfluss. Eigentlich hätte man die Runde vielleicht andersrum laufen sollen. Da hätte sich dann hier noch ein Bierchen angeboten. Interessanter Fahrradständer. Und hier ist der Fahrradständer für die, die so eine brandmäßigen Breitreifen fahren. Der Hinweis, eine Vogelscheuche steht am Tor, er hütet sein Geschenk. Er hat die Fähigkeiten dafür, meine Füße zu kitzeln. Kamera war zwar aus, aber hier habe ich auch ganz schnell gefunden. Für den nächsten gibt es einen Hinweis, in einer Biegung unter der Wurzel einer Fichte verbirgt ein Loch den ganzen Tag einen kostbaren Schatz. Aber hier kommen ganz schön viele Leute lang. Und Hasen. Und anderes, der hüpft.
enttäuscht brach er. Ja, bis jetzt wurde es ja alles noch fahrradtauglich. Bis auf das kleine Stück mit den Hubelspänen. Aber das wär auch noch gegangen. Der Hinweis für Altina Nummer 5. Am Wegesrand steht eine gegabelte Birke. Das könnte die hier sein. Im Moos verbirgt sich ein kleiner Schatz. Das ist auch hübsch. Ja, der kleine Schatz war genau im Spalt versteckt zwischen den beiden Bäumen. Stift ist auch dabei. Bin nämlich wieder los, wie so ein Sonntag. Ich habe keine Aufkleber mit. Ja, viel zu viel Touristenbegängnis. Und ja, die Chance, ein paar Freude zu sehen, hast du wahrscheinlich bald Nacht. Hätte ich die Nacht mal die Runden lösen sollen. Kinder machen halt ganz schön laut. Da hinten, der Krieg ist auch wieder ausgebrochen. Das muss irgend so ein Manövergebiet sein von der Armee. Das ist ja nicht schlecht. Hier haben wir eine schöne Übersichtstafel, was die Berge hier alles sind. Und wenn wir auf dem Hobby frisch gucken wollen, dann müssen wir einfach mal hier in das Loch reingucken. Und mit der Kamera sehen wir wahrscheinlich gar nichts. Dann gehen wir einfach mal hier rüber. Gute Idee. So, jetzt sind wir nochmal in den Bahnübergang, wo ich gestern die Spinne fotografiert hatte.
Jetzt muss ich doch glatt noch mal gucken. Auf dem Foto ist der Hintergrund blau. Das ist doch schwarz-gelb gestreift, oder war das doch blau-gelb? Ein dunkles Blau. Da hat der Weißabgleich nicht richtig funktioniert. Eindeutig schwarz.